Das eine hochstellen und das andere runterstellen. Sodass er so trotzdem noch hört. Yippie. So. Als kurzes Hoch. Das war doch das Falsche. Wir haben beim letzten Mal ein sehr tiefgründiges Gespräch hier mit unserer guten Gute hier, Shion, gehabt, die Alphen umbringen wollte. Allerdings eher aus Frust, Verzweiflung und Angst, als sie ihn bedroht und wollte abhauen. Ja, hat nicht ganz so geklappt. Und jetzt sind wir auf Lenegis. Heißt das so? Lenegis, ja, heißt so. Und ich glaube, dass es nicht ganz so lange dauern wird, hoffe ich. Ich habe ungefähr von einem anderen YouTuber, sage ich jetzt mal, die Zeit berechnet. Ich weiß nicht, ob er dann Nebenquests oder sonstiges gemacht hat. Oder ob das wirklich alles reines Hauptspiel war. Deswegen rechne ich halt einfach mal so grob 10 bis 12 Stunden, die wir noch brauchen. Immer diese Spoiler-Games. Ja, du bist selbst schuld, Hybrid, wenn du dich spoilerst. Du bist selbst schuld. Ich habe, wie gesagt, bei mir... Ich habe mich auch nicht spoilern lassen. Ich habe nur die Minuten zusammengezählt, die ungefähr. Deswegen weiß ich halt nicht, ob das alles wirklich Game war oder nicht. Ich habe halt immer... Ich glaube... Ich weiß gar nicht. Entweder Kaya oder Luna waren damals mit dem Voice. Ich habe euch... Irgendein von euch habe ich dazu gelabert. Das weiß ich nämlich noch. Wahrscheinlich war es Kaya. Und dann habe ich da so einzeln diese Minuten gezählt. Das ist ja nicht. Du müsstest ja nur weiterspielen. Ja, du müsstest weiterspielen. Aber ich glaube, bis du an der Stelle bist, wo ich hier bin, hast du sowieso die Hälfte wieder vergessen. Und jetzt mittlerweile wirklich. Weil ich glaube, wir sind relativ weit auseinander. Das ist okay. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Mit irgendeinem von euch war ich halt im Voice an dem Tag. Ich glaube auch, dass es Kaya war. Der wird sich nur nicht dran erinnern können. Von daher... Das ist eigentlich auch egal. So. Gelevelt hatten wir ja auch ein bisschen. Schnars on here. Genau das. Schnars on here. Schnaps und ein Bier. Das könnte ich jetzt auch vertragen. Ja, genau. So, bitte bedenkt, ich habe zwar den Cooldown runtergestellt. Keine langen Versionen am besten heute. Von irgendwas. Ich spreche ganz besonders Hybrid an. Weil ich nicht weiß, wann hier Szenen kommen und wann nicht. Deswegen, ja. Übertreibt es nicht. Ihr dürft spielen, aber übertreibt es nicht. Ich weiß halt nie, wann hier was kommt. Die reden immer so arschlange. Wenn wir einfach nur durchlaufen oder metzeln, dann könnt ihr raushauen, was ihr wollt. Da ist mir das dann Wumpe. Warum sieht das hier alles recht zerstört aus? Wie lange schlummst du nonstop? Okay. Hybrid, ich glaube, das wäre dann das allererste Mal, dass ich mal einen meiner Mods banne. Nur für einen Stream. Das wäre, glaube ich, das allererste Mal. Nur für dieses Typ. So gerne ich dich hab, aber nein. Dann suche ich dich heim. Aber wirklich. Nee. Aus. Was will ich hier nicht hören? Kein Pipi Langstrumpf heute. Noch nicht. Nachher, beim Spielwechsel darfst du gerne einmal Pipi Langstrumpf raushauen. Nein, das mit dem Band war nicht ernst gemeint. Bevor du das denkst. Das war nicht ernst gemeint. Hybrid. Nein.
知り合い?古い友人だ。なあ、清張君。君が連れているのはまさか我々のことはいい。それよりここで何が起きている?それがさっぱりわからないんだ。突然都市の構造が動き始めて、この有様だ。そのうち王から何か知らせがあるとは思うが。アバキール、我々は金領への道を探している。心当たりはないか?金領へ? そんなところに一体何しに行くんだ?それは知らなくてもいいことだ。相変わらずだな、君は。とはいえ、見知った場所でさえどう行けばいいかわからないような状況だからな。まして金領となると。そうか。なら自力で何とかしよう。もうフィアリエには会ったのか?いや。そうか。 彼女は変わっていない。いや、むしろ承知している。なぜ戻ってきたんだ。辛いことになるぞ。それも承知している。そういうところもちっとも変わらないな。分かったよ。これ以上は聞かないが、 気をつけろよ、デュオ。 Okay, mach das Hybrid. Oh, es gibt Tudel zweimal. Ich muss irgendwas mit diesem Tudel-Ding da oben machen. Hutel zweimal ist etwas creepy. Vor allem, wenn die eine Hutel springt und die andere Hutel steht. Hutel heißt die Eule. Das Eulchen, was, Grinwell auf dem Kopf hat. Das war Magien. Oder was halt daneben fliegt. Also, warte mal. Ah! Das Viech da oben! Ich zeige drauf, aber ihr seht nicht. Die zwei Eulen. Das da ist Hutel. Weil das eine Hutel gehört da nicht drauf. Das ist halt einfach nur Kopfschmuck. Also die Hutel auf dem Kopf ist nicht echt. Die Hutel daneben ist echt. Und es ist halt seltsam, wenn Hutel auf dem Kopf sitzt, die eine Hutel sitzt und die andere Hutel wieder springt halt so hoch oder fliegt direkt dahinter. Das sieht einfach seltsam aus. Finde ich. Das ist alles nicht. Doch ist es! Punkt! Das ist echt! Das hat echt zu sein! Ich habe in echt auch Schmetterlingsflüge, ich habe sie nur eingezogen. Oh, die armen Kinder. Das heißt, seine beste Freundin. Entschuldigung. Shigai war Kono Arisama. Zügel, Segio, Ukeske, Nakunata, Tomokiku. Ikanar Kotoyara. Anata Modos, der Konata Noka. Rio Shiranaino. 事前に何の布告もなかった。知る必要はないという王のご意向なのだろう。我々としては受け入れるよりない。もう?あ、それより御身はイルル・ケリスケの
清張無教ではありませんか? 確か、 スルドとしてダナにおられるはずだと。 いかにも清張無だ。 多くを語ることは許されていないが、 特別な任務で戻ってきている。 全ては王の御心のままに。 時ならぬ御身のご帰還、 ネネギスの変容。 いやはや、 王の信望は計り知れません。イルル・ケリスクは多くのスルドを輩出しておられる。こたびのスルドぶりが御身の勝利を記念しております。最善を尽くそう。 Gut, ist hier hinten noch irgendwas? Ja, tatsächlich. Aber ganz ehrlich, gemütlich sieht das hier nicht aus. So ganz ehrlich, hier möchte ich nicht wohnen. Heilung. In all meinen Jahren habe ich noch nie derart mächtige Heilungsarzt gesehen. Tiefsten Dank für eure Mühen, einer alten Frau wie mir zu helfen. Sehr gerne. Oh. Aber ich habe niemanden, den ich heilen kann gerade. Ja gut, dann muss das leider verfallen. Da kann ich leider nichts dran ändern. Oh, hallo. Kore wa Tiyoharimu kakka. Owai dekite kouhei desu. Watashi mo zenkai no surudo buriga de dana ni orimashita ga, zannen nagara, waga surudo kakka no shouri wa kanaimasen deshita. Omotta ijou ni dorei ga shinde shimatte. Souka. Shitsurei. あなた、最近レネギスで真っ赤な服を着た女を見かけたことはないかしら。赤ですと？いえ、覚えがありませんな。そんな服ならさぞ目立つことでしょうが。そう。ちなみに、前のスルドブリガの時にスルドのそばで見かけたこともない。変なことを聞きますな。 今も当時も覚えはありませんよ。その女が何か。いえ、時間を取らせたわね。ありがとう。Oh, Flüge sind im Weg. あ、ええ、うちに帰れなくなってしまって、どうやって帰ったらいいかと考えていたところです。私もここから先に進みたいのに、行けなくて困っているわ。すべては王の御心のままに。そう、でも、いつまでも仮想民の私が、こんな状況に置かれていたら何を言われるか。気が進まないけど、 やっぱりあそこに行ってみるしかないかしら。Das würde mir nämlich die Arbeit mit den Thumbnails deutlich vereinfachen. Ich bin nämlich Thumbnail faul. Schneid mir die immer so Videos zusammen. Nicht einfach. そこを通り抜ければ別の区画を移動できるかもしれないと思いまして。それは検討の余地がありそうだな。私が確かめるから君はここで待っていたまえ。問題なさそうなら改めて知らせよ。よろしいのですか？私のような仮想のものにスルドカッカを自らなんて。このような時に上も下もあるまい。本来
同じレナの民だ。ありがとうございます、デュオハリム様。いろいろ話を聞いたな。それでどう思う？やはりなぜ町がこうなったのかも、ダナでスルドブリガがどうなったのかも知らないようね。スルドブリガの情報ってこっちには全然入ってこないものなのか？以前であればここまでではなかった。何か統制が敷かれているのかもしれない。住んでるところがこんなことになってるのに、みんなやけに落ち着いている。 Da ist wieder das irre Hutel, was unter dem anderen Hutel hervorguckt. Hutel in Hutel. Hutel in Hutel. 本当なら一大事のはずだぜ。ここで起きることは全て王の意志によるもの。レネギスではそういう考え方が深く根付いているからな。全ては起こるべくして起こる。王の統治によって。王の統治。一つ気になったのですが、今レネギスを統べているのは誰なのですか？無論当代の王だ。王がレナからレナとレネギスの両方を統ている。間にスルドみたいなのもいないのか？レナってダナと同じくらいでかいんだろ？レネギスだけでもこんなに広いのに全部一人で収めるなんて、そんなことできるのか？言われてみればそうだな。気にかけたこともなかった。王が全てを滑るというのがここでの常識だった。私もレナ本国をどのように統治されているかは知らん。シオン、君は、いや君自身でなくてもいい、誰か本国に行ったことがあるものを知っているか？いいえ、知らないわ。私もだ。だが、だとすると、まさか、レネギスの住民全員がそうなのか？どうしたんだよ、急に深刻になって。レネギスでレナ本国をその目で見たことのあるものは、誰もいないかもしれない、ということだ。王その人を除いて。ですが、それだとレナとレネギスには交流が全くないことになりませんか？王だけが一方的にレネギスにその意向を伝えている。そういうことになる。考えてみたらさ、レナにいる王様が遠く離れたレネギスまで直接統治しているのって無理があるよね。今みたいに何かあってもその場にいないんだし。そもそも王とは何なのです？アルフェンは奨励の儀を行うために無理やり王にされたという。一方でレナの統治者も王と呼ばれています。どちらが真実なのでしょう？スルドブリガの勝者となったスルドが前任者からその座を引き継ぎ、レナの全てを統治する。それがレナの王だとされてはいるが、そのレナ王は沈黙したままだ。ボルラーンのこともある。もはや何が真実か分かったものではないな。300年前、俺はレネギスで王になった。いや、された。ダナ人の俺がだ。そして今この時代に同じ王の紋章を持つボルラーンがいた。俺たちに共通するのは、どちらもスルドブリガに勝つことなく王になったということだ。ボルラーンはアルフェンと同じ儀式のための王ってことか？わからない。だがありえない話じゃないと思う。つまり統治者としての王と儀式のための王がそれぞれ存在していることになるのか。だが確かにガナスハロスでボルラーンの死体は見つかっていない。レネギスがこうなったのもボルラーンがここで儀式を行ったからだとしたら。待てよ、それって赤い女とボルラーンが仲間だってこと？だって儀式には赤い女が持って逃げたレナスアルマが必要なんでしょ？儀式には巫女も必要なはずよ。私の他にも巫女がいるのでない限り。疑問疑問また疑問だ。この状況を解決するには王の正体を見極めるよりないようだな。王だけが入れるという禁令なら何かつかめるかもしれない。ダナを救うためにも真相を暴くんだ。ええ、行きましょう。金領へ。確か別の区画へ通じてるかもしれない入り口があるって話だったよね。そこから金領にも行けるかもしれない。探してみようよ。Oh, ich darf auch mal wieder.
glaube, Leneges besteht einfach nur so aus verschiedenen Cutscenes. Ihr glaubt das wirklich, ne? Warum sollten uns fremde Leute etwas... Naja, okay. Ihr wollt wissen, welchen Lord ich unterstütze? Wieso? Werbt ihr um Unterstützung für jemanden? Ich stehe auf Seiten seiner Exzellenz Ervoslay Tildilis. Ihr kennt ihn vermutlich besser als Lord Balsef. Ich weiß, dass ihn viele für einen Haudegen halten. Glaubt mir, ich weiß, dass er ein aggressiver Mann sein kann. Diesen Leuten ist jedoch nicht klar, wie sehr er sich um die Mitglieder seines Hauses kümmert. Es ist durchaus so, dass Haus Tildilis wenig Ansehen genießt. Die von uns, die ihm geben das bereitwillig zu. Seine Exzellenz verteidigt uns gegen jeden, der uns schaden will. Das ist gewiss. Seine Bemühungen am Kampf um die Krone dienen nicht nur seiner Familie. Er will damit den Stand jedes Mitglieds seines Hauses verbessern. Ich verdanke seiner Exzellenz so viel. Ich würde es nie erträumen, einem anderen Lord zu dienen. Ja, der ist treu. Ach, der wird gerade gelöscht. Lord Dualim, ihr seid zurückgekehrt. Aha, und wie ich sehe, brachtet ihr Gehilfen mit. Erinnert ihr euch an meine Wenigkeit, mein Lord? Ihr wisst doch, ja? Ich unterstütze nicht nur das Haus Ilquaras, sondern auch seine Lordschaft persönlich. So sehr, dass ich meine Wertschätzung seiner Lordschaft mit jedem zu teilen ersuche, der mir Gehör schenkt. Wie es sich ergibt, plane ich meine ausführlichen Schriften zu diesem Thema durch eben dieses Terminal zu publizieren, auf das sie jeder lesen kann. Doch seit die Kabel nach dem jüngsten Aufruhr durchgetrennt wurden, konnte ich sie noch nicht hochladen. Ich weiß, da ihr mich gerade persönlich beehrt, lese ich sie euch einfach vor. Es gibt einen famosen Mann, dessen Attraktivität nur von der Schönheit seiner Worte übertroffen wird. Jede Silbe ein Gedicht. Er entstammt dem rühmlichen Hause Ilquaras und trägt den Namen Lord Dualim. Musik ist seine Passion, die Künste seine große Liebe. Der gemeine barbarische Pöbel seines Landes erblasst angesichts seiner Herrlichkeit. So vollendet und majestätisch ist eine Haltung, der bloße Gedanke daran versetzt mich in höchste Ekstase. Sobald er unser Herrscher wird, soll für Rena eine neue Blütezeit anbrechen, eine Ära des Wohlstands für unsere große Zivilisation. Bis dieser glorreiche Tag kommt, werde ich auf ewig für seinen Sieg beten, ob morgen, Mittag oder Abend. Nun, was denkt ihr, mein Lord? Ich schüttete mein ganzes Herz aus, um euer Wesen angemessen wiederzugeben. Moment, ich vergaß völlig die Vorliebe seiner Lordschaft für das Sammeln kostbarer Artefakte zu erwähnen. Ich muss die Zeit nutzen, in der die Verbindung getrennt ist und mein Versäumnis beheben. Nur dann ist mein Meisterwerk vollendet. Blechwalze, einen wunderschönen guten Abend für dich. Und ja, ein wenig schon. Ein wenig schon, da hast du recht. Ich glaube, er ist auch so der beliebteste
aus der Truppe. Die Frauen scheinen ihm wohl zu Füßen zu liegen. Da ist sie nicht die Erste. Ich glaube, ihn weiß man gar nicht, wie er da so steht, dass ihm ja die ganzen Frauen nachgeiern. Ich glaube, mir würde das halt mega auf den Sack gehen. Ohne, dass jemand versuchen würde, mich von Haus Valkyris abzubringen. Was wollt ihr? Sagt mir nicht, dass ihr für Lord Dualim arbeitet oder dieses schrecklichen Elmrida. Ich kann den Namen bisher so nicht aussprechen. Oder? Nicht? Na, jagt mir nicht so einen Schrecken ein. Um eure Frage zu beantworten, meine Familie unterstützt seit Generation Haus Valkyris. In der Tat, ich tue, was ich kann, um Lord Ganabelt hinter den Kulissen zu unterstützen, damit er siegreich hervorgeht. Viele halten ihn für einen grausamen Mensch, ist er? Aber ich bin überzeugt, dass sie sich irren. Ich leugne nicht, dass er streng sein kann, aber er stellt Renas Interessen vorn an, wie kein anderer. Ja, er wirbt sogar dafür, dass wir Dana kolonialisieren. Oh Gott. Kolonialisieren. So. Und unseren Horizont erweitern sollten, statt ihn in Leneges zu bleiben. So werden wir Herren beider Welten und sind auf Danas Oberfläche keine Minderheit mehr. Acht. Solche Menschen kann ich ja ab, ne? Deshalb möchte er der nächste Herrscher werden. Er sagt mir, könnte es höhere, edlere Motive geben als das? Ja. Ich meine nicht. Es ist ein Streben nach Macht für den Fortschritt aller Renéer. Das macht ihn zu einem so beispielhaften Lord, einem Vorbild für alle. Wegen der Kriegstreiber. Der Lord war auch einer. Wir haben ihn ja, kalt gemacht. Sagen. Der war echt nicht ohne. Irre, der Typ. Obwohl ich ihn selbst nicht begleiten durfte, hatten meine beiden Söhne das Privileg, mit ihm auf die Oberfläche zu kommen. Ich glaube, die sind tot. Als Vater erfüllt es mich mit endlosem Stolz. Ja, gut. Aber ich glaube, von den drei Leuten, die wir da jetzt gehört haben, war mir das Mädchen doch am liebsten. Nee. Irgendwie werde ich mit den Bewohnern hier nicht warm. Sehen noch irgendwas? Nee. Gut. Ja, dann schauen wir doch mal im nächsten Bereich nach. Vielleicht kommen wir da ein bisschen weiter. Ah ja, hier müssen wir ja nochmal. Ich weiß nicht. Es sieht zwar schon interessant aus, aber ich würde hier nicht wohnen wollen. Noch was machen? Nee. Oh Gott, was kommt jetzt? Das Gebiet unterliegt der allgemeinen Jurisdiktion von Haus Kaineris. Ich muss euch auffordern, sofort zu gehen. Gewiss wollt ihr nicht vorgeben, nichts ahnt über unser berühmtes Haus zu sein. Beherrscht vom geschätzten Lord Almedrea. Weißt du auch, rufe ich euch an, gut zuzuhören. Nun, ihr solltet so oder so gut zuhören. Ist euch je aufgefallen, dass in der Geschichte von Leneges nur wenige Frauen den Titel des Lords erlangten, im Kampf um die Krone anzutreten? Es gibt zahlreiche Theorien zu den Ursachen, aber Lord Almedrea räumte alle Zweifel der Neinsager durch ihre Macht aus. Sie stürzte nicht nur ihren Vater und vorherige Familienanführer, sondern entfernte auch ihren älteren Bruder, um den Thron selbst zu besteigen. Alter, was für eine hinterfotzige Kuh! Weißt du, bringt erstmal so ihre halbe Familie um, damit sie selbst auf dem Thron sitzen kann? Geile Sache. Aber so einen Hang, ich sage immer, ich will friedlich spielen, aber kurz Zeit später habe ich schon wieder ein Lämpchen ausgegraben. Naja, besser, den klappst du erst das Kriegsbeil, ne? Ah, schön, ey. Ich erinnere mich da tatsächlich, war bei mir ja auch ähnlich, bei Fallout New Vegas. Ich spiele ganz friedlich, ich töte keine hilflosen Wesen. Zack, Vogel getötet. Und auch noch Spaß dran gehabt. Immer blöd, wenn man das Ball verkauft hat. Ist so frisch, das ist so. So schnell kriegst du kein neues Beil.
Sie ist eine Frau, die von nichts Halt macht, um zu erlangen, was sie möchte. Eine Frau, die ihren Feinden keine Gelegenheit zum Angriff bietet. Lord Almedrea ist wahrlich eine talentierte Frau und niemand sonst verkörpert die Tugend unserer Meritokratie besser als sie. Bald schon wird das Zeitalter einer glorreichen Herrscherin über ganz Leneges anbrechen. Boah, kurz. Wirk. Die Frau war aber auch irre. Ich ersetze das Beil leider immer durch meinen Panzer. Oh. Das ist aber seltsam. Du hast mir das Leben gerade hinüber, wenn du nicht im richtigen Moment gekommen wärst, mein Freund. Okay. In einem Kampf um die Krone stecken, aber ich wusste nicht, dass eine so begabte Astralpraktikerin unter uns ist. Ach du. Ja, okay. Ja, okay, ne? Gut. Da sollten wir, wenn möglich, nicht hin. Da ist noch ein alter Opa. Gerade so abscheulich. Hm? Ach, ich habe gerade etwas über Wohlran gelesen. Kann ich euch helfen? Ich war immer ein überzeugter Unterstützer von Lord Urvagil Hildris. Wäre er nicht so plötzlich auf der Oberfläche gestorben, wo noch immer. In meinen Augen ist Lord Urvagil der wahre Wasserlord. Ich glaube keine Sekunde daran, dass er bei einem Unfall starb, wie es heißt. Und was Wohlrans Herrschaft über Ganasaros angeht, ich mag gar nicht daran denken. Versklavt nicht nur Danir, sondern auch Renir. Wir mögen in einer Gesellschaft leben, in der Sieger alles bekommt, aber seine Handlungen verstoßen gegen Grundgebote unseres Volkes. Außerdem, was für eine Erblinie soll dieses Haus Igniseri überhaupt sein? Bis er auftauchte, hatte ich noch nie davon gehört. Das kann nur bedeuten, dass er zum niedersten Pöbel der Gesellschaft zählt. Dass eine derart gemeine Familie plötzlich einen Astralpraktiker hervorbringt, der zum Lord aufsteigt, ist völlig unerhört. Nichts davon ergibt Sinn. Ganz zu schweigen vom Aufruhr, der hier zuletzt herrschte. Was wird nur aus unserem Volk? Also ich glaube, der gefällt mir mit seinen Ansichten am besten. Er ist zumindest gegen die Versklavung. Und gegen Wohlran. Aber Wohlran ist sowieso von Jordan gegangen. Woran hat sie ja verabschiedet. ズルドたちの話、やっぱり身内には違って見えるもんなんだ。敵には容赦なかったのに。その彼らもレナ社会のいろいろな対立や問題を背負っているようだったな。レナ人は力が序列の基盤の実力社会だから、互いの対抗意識がすごいけど、同時に種族全体への忠誠心も強いから、 外に対しては結束するのよ。スルドはその代表。スルドはレナ全体の守護者だったか。ええ。だからビエゾは私を憎んだし、ガナベルトはアルフェンを狙った。そんだけ大使は変わり種ってことか。それでアルフェン、君は何か掴めたかね。ああ。スルドも人間だったんだってことか。 ビエゾや他の連中もあいつらなりに事情や望みがあって生きていたんだ。けどよ、いくら慕ってる奴がいるからって、そんなの。もちろん、あいつらのしたことは悪だ。それは間違いない。それでもあいつらは怪物なんかじゃなくて、俺たちと同じ一人の人間だったんだ。な、俺が言いたいのは、つまり、あいつらが悪いのはレナだからでも、 怪物だからでもなくて、一人の人間して悪いことをしたから。リンウェル、違うかな。全部言ってくれた。ダナだから善人というわけじゃない、レナだから悪人というわけでもない。私たちはそれを見てきた。まあ、シオンとテュオハリーも見てりゃな。信頼を裏切らないよう努力するわ。私という 一人の人間として。 Gott, ihre Ansichten haben sich aber auch um 180 Grad geändert. Juhu! Wir sind reich! Sollten mehr in den Tisch stecken, so viel Muskelbrains kann hier nicht fehlen. Ja!
Auch wieder wahr, auch wieder wahr. So. Gott. 2 Wochen nicht gespielt und ich kann die Steuerung nicht mehr. So, kann ich hier irgendwas noch an Punkten verteilen? Ja, wir haben ja eigentlich fast... Na gut. Das ist alles ist übertrieben. 400. Oh, komm schon. Hier. Weil ich am Verdursten bin, Blechwalze. Kann ich zumindest schon mal wieder auffüllen. Aber danke für Wasser, Mar. Auch wenn es kein Wasser ist, aber Eistee geht ja auch. Muss den nämlich unbedingt leer trinken. Weil morgen würde ich den, glaube ich, nicht mehr trinken wollen. Juhu. Ah! Dachte, ich könnte das hier fertig machen. Okay, gut. Nein, nee. Ist ja noch irgendwo. Hier, das Ding kann ich fertig machen. Nur mit dir da nur gerade am Trinken. Ah, okay. Na gut, trinken kann man ja sowieso nicht genug, ne? Wie viel soll man nochmal trinken? 2 oder 3 Liter. Irgend sowas in dem Dreh, ne? Ich glaube, ich habe heute gerade mal 1 Liter. Also zwei muss ich heute noch voll kriegen. 2 Liter. Okay, 3. Ja, da brauche ich noch 2. Weil da versuche ich mich tatsächlich mittlerweile dran zu halten, dass ich so meine 3 Liter trinke. Ist aber auch der Grund, weswegen Fotos immer los muss und Getränke holen muss. Mittlerweile trinke ich echt sehr, sehr viel. In den Eingang zur verbotenen Zone. Ja, aber schon irgendwo da hinten, ne? So, bitte sag, dass ich es mitnehme. Mein Inventar ist voll. Ich habe leider auch gerade keine Kämpfe gehabt. Sonst könnte ich das irgendwie benutzen und dann neu aufnehmen, aber. Egal. スルドブリが自体はずっと行われていたんだ。筋から言えば前回の勝者であるスルドが今のレナを治めていることになる。まあそうなるよな。それって誰なんだ？ハンフリクとミルグリスだ。確かシスロディアのスルドだったはず。そのハンフリクトという人がレナの支配者っていうこと？そういうことになる。 直接見たのは前回のスルドブリが終了の時が最後だが、王となってからは一度もレネギスにも姿を見せていないのですか？通信以外の形ではないと思うわ。ハンフリクト王以前の王もだけど。それを言えば、以外の誰かが本国からやってきた記憶もない。それってやっぱりなんかいろいろ変だよね。 ペザイ国の小さい、ない、したい、ない、ない、それを当然のことと思い込まされてきた。そう、あ、別に、しょうな。誰が何のためにそれを。わ、ジリ、やっぱり、ね、トイト。そう、それは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 、
アバキールってのが言ってた。なぜここに？まさかスルドとしての責務を放り出してダナから逃げ帰ってきたの？何も言わないのね。タルニガスを殺してまで手に入れた地位だというのに、あなたは殺した？ここには用があって戻った。話があるのであればその後にさせてもらいたい。そうよね、いつだって逃げるのがあなただった。7年経ってもダナで暮らしても何も変わらない。でもそれは私も同じ。この7年あなたを憎まない日はなかった。私を殺して気が晴れるならそうするといい。もう何を言い出すんです、ティオハリム。だが先ほども言った通り、用あってここに来ている。それが終わるまでは待ってもらいたい。あまたの罪を犯した身だ。ことが終われば必ずや君の気の済むようにすると約束しよう。そうやってすぐ逃げ出す、自分で死ぬ勇気もなく人任せにして。あなたは最低よ。Ich glaube, das gibt Ärger. Ganz gewaltig. 先ほどは見苦しいところを見せた。あの人、ティオハリムが殺したって。君たちそれぞれに過去があるように、私にもある。確か前に、スルドの座をめぐって、旧友と殺し合ったことがあると言っていたな。そのことか。私の罪はメナンシアでのものだけではない。それだけのことだ。あれは本気ですか？殺されても良いというのは。彼女にはその資格があるのだ。そんな。安心したまえ。スルドブリガを完全に終わらせ、メナンシアの共存を恒久的なものにする。それまでは死ぬつもりはない。気になる謎もまだ多く残っているしな。そうか、資格という意味では君にもあったな。テュオハリム。すまない、余計なことを言った。忘れてくれ。Kennst du diese mit M-Kekse? Finde ich echt lecker. Nee, kenne ich tatsächlich gar nicht. Habe noch nie gegessen.Wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Du bist Blindfass. Ja. Also, sie war echt Blindfass. Ich glaube, sie wird jetzt in naher Zukunft auch eine Rolle spielen. Ich meine, die rote Dame war ja direkt dahinter. Weil ich finde es immer gruselig, wenn Charaktere oder halt Personen in Videospielen diese ganzen komplett schwarzen Augen haben, wo du nichts siehst, weder Pupille noch sonst irgendwo, aber alles schwarz ist. Ich find's wirklich so richtig gruselig. Fand ich in Neffe 14 schon creepy. Ganz, ganz seltsam. Nee. Ach komm schon! Sonst ist nie sowas in den Truhen. Nie! Hier wirst du damit zugebetoniert und du kannst es einfach nicht nehmen.Hier ist nichts mehr. Puh. Wie geht's denn, das Freund ist er arbeiten? Frisches macht, glaube ich, gerade Haushalt. Ich glaube, er war gerade dabei, die Katzenklos sauber zu machen. Damit unsere edlen Prinzen hier ordentlich aufs Klo gehen können. Oder was heißt Prinzen? Die Könige des Haushalts.Wir anderen sind ja nur Bimbos. Der ist im Lurk. Halblurk, sag ich mal so. Halblurk. Es gibt immer M-Kekse. Ja, scheinbar, ne?
Frisches, dann musst du unbedingt mal nach Ausschau halten. Ich würde echt gerne mal wissen, wie die schmecken. Mehr ja, Leute, die blind verhassen, die Lieblingsspielzeug von finsteren Gestalten. Die sind halt auch so leicht zu manipulieren dann. Mit Hass kannst du sehr, sehr viel anstellen. Meistens nur leider nichts Gutes. Ich glaube, das gibt doch mächtig Ärger. Tofu! Lecker! Tofu! Was? Was meinst du denn damit, Kiwi? Meinst du liebste Haushaltsaufgabe? Dann kann ich dir sagen, es gibt keine. Doch, Wäsche aufhängen. Wäsche aufhängen ist cool. Wäsche waschen. Mach ich tatsächlich gerne. Weißt du, der eine feuert den an und sie macht die Arbeit. Tofu finde ich duft. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ein einziges Mal habe ich Tofu gegessen. Ein einziges Mal. Zumindest probiert. Ein einziges Mal. Frisches aus. Vorgestern mit deinem Streamfreund. Welchem? Welche von den vielen, die ich empfehle? Ich habe leider den Überblick verloren, wer von den Leuten war gestreamt. Ich weiß, dass Dufte gestreamt hat. Obitas hat, glaube ich, auch gestreamt. Oder? Obitas die Woche gestreamt, ich glaube. Ich weiß nicht, ob er vorgestern gestreamt hat. Dragon hat auf jeden Fall gestreamt. Dragon hat auf jeden Fall gestreamt. Tarunigas. Habe ich Benny in der Liste? Benny müsste aber auch gestreamt haben. Fiarie war Kassono-Shushin-Datta. Ich glaube, ich habe es diese Woche nur bei Dufte gelurkt und bei Okubitas hatte ich reingeguckt. Bei den anderen weiß ich gar nicht genau, wer gestreamt hat. Du kannst es gern sagen. Raten würde ich sowieso schlecht. Ich gehe aber mal von außen wieder Dragon oder Okubitas. Ach, die Szene war das. Naja, ich erinnere mich. Ja, ich keine Benachrichtigung aufs Handy kriege, kann ich das leider. Weiß ich leider nicht, wer gerade streamt. Ah, Dragon, okay. Dragon ist cool. Sieht halt viel Retro. Und er mag Katzen. Damit er mal seinen Kater da. スルドの候補となり争うことになった。すでにフィアリエを愛していたタルニガスは自分がスルドになることで彼女の階層を上げてやれると信じていた。そして事故が起きた。タルニガスの力は私には及ばなかった。勝負は無難に決着するはずだった。 だが必死の彼は手段を選ぶ余裕を失っていた。何か禁じ手を使ったのね。でもそれならフィアリエはまさか彼女はそれを知らないの？言えると思うかね。
恋人が友人に殺されただけでなく、しかもそれが自分のせいだったなどと。だから彼女の支えになるよう自分を憎むに任せたというのですか。Also hast du sie doch noch unberechtigt. それは逃げなんかじゃないわ。いや、逃げたのだ。ただ運命を呪い、目を背けた。友の死にも、スルドの重責にも耐えられず。その後のことは、君たちも知っての通りだ。それでも、あなたがスルドにならなければ、メナンシアはレナ人がダナ人を虐げる。悲惨な国のままだったはずよ。シオンの言う通りです。あなたがいなければ、私だってきっと別のスルドの元で死んでいたでしょう。救われた者も大勢いるんです、ティオハリム。あなたがいたから私は今ここにいます。だから必要以上に自分を貶めて罰せられることばかり求めないでください。手厳しいな。だが心に留めておこう。ティオハリムは大丈夫そうか。だと思うけど、キサラもいるし。そうか。よかった。人を励ますのって難しいのね。一番大事なのはそうしてやりたいって思う気持ちだ。きっと伝わっているさ。そうだといいけど。Und wir werden beobachtet.